kommt die nächste WM im ZDF dann ab dem kommenden Samstag, nämlich die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Moskau. An den ersten beiden Wettkampftagen stehen da die Zehnkämpfer im Fokus. Und im Fokus stehen, das ist genau sein Ding. Anja Fröhlich. Pascal Behrenbruch, Europameister mit Gardemaß. 1,96 lang, 93 Kilo. Ein umstrittener Höchstleister. Ein Wanderer zwischen zwei Welten, Offenbach und Tallinn. Die Urteile über ihn schwanken seit Jahren. Ausnahmetalent, untrainierbar, Querkopf, King im Ring. Ein Besessener, der polarisiert. Einer, der nicht ins Raster des Verbandes passen will. Die Eskalation nach der WM-Saison 2011. Der DLV streicht ihn aus dem Top-Team. Keine Unterstützung, kein Geld. Behrenbruch steht vor dem Nichts. Ohne Trainer, ohne Perspektive. Doch der Kämpfer wagt einen Neuanfang, sieht die Ausbootung als Chance. Wandert aus am 1. November 2011 von Offenbach nach Tallinn in Estland. Olympiasieger Erkinol und dessen früherer Trainer Andrei Nazarov kümmern sich um ihn. Der Plan geht auf. Die Verzweiflung weckt zusätzliche Kräfte. 8 intensive Trainingsmonate zahlen sich aus. Gold bei der EM in Helsinki. 8.558 Punkte, Bestleistung, König von Europa. Der Konflikt mit dem DLV entspannt sich ein wenig. 6 Wochen später der nächste Höhepunkt, Olympia London. Mit der Leistung von Helsinki hätte er Bronze holen können. Stattdessen gehen dem selbsternannten Medaillenkandidaten die Kräfte aus. Die Pause war zu kurz. 10. nur, die Stimmen der Kritiker werden wieder lauter. Ratingen im Juni, WM-Qualifikation. Wieder alles oder nichts. Eine WM ohne den Europameister, das kann, das darf nicht sein. Behrenbruch kämpft auch gegen seine Kritiker. 8.514 Punkte, zweitbeste Punktzahl seiner Karriere. Und in diesem Jahr die Nummer 1 der Welt. Ich bin die Nummer 1. Und wieder Tallinn, Vorbereitung auf die WM. Keine Ablenkung. Alles für einen Erfolg bei den Weltmeisterschaften in Moskau. Eine Medaille sollte es schon sein. Und hier ist er, unsere WM-Hoffnung, Pascal Behrenbruch. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Pascal. Pascal Behrenbruch. Erstmal Kompliment, Sie haben die Figur, die ich immer haben wollte. Ja? Ja. Jetzt ist noch eine Woche bis zur WM in Moskau. Kann man mit Ihnen noch was anfangen? Können Sie noch ganz normale Dinge tun? Eis essen, ins Kino gehen, Auto fahren oder ist das ein Risiko für alle anderen? Ja, ich bin heute wieder zurückgekommen aus Tallinn und klar wäre ich jetzt gerne an den See gegangen oder hätte mal den Samstag richtig genossen, aber ich muss jetzt zu Hause bleiben und mich wirklich konzentrieren und da habe ich mir gedacht, jetzt ist es mein letzter Medienauftritt und dann ab morgen geht es dann ab in den Tunnel und da versuche ich dann den Tiger, die Spannung aufzubauen. Wie den Tiger? Ja, ich hatte früher so mal Käfig und so. Genau, ja, diese Angriffslust und alles. Ich hatte früher 2006 immer ziemlich Angst beim Stabhochsprung. Und da hat meine Schwester, die hat Psychologie studiert in der Zeit, und dann hat die mich dann immer Tiger genannt und er hat keine Angst und so. Und dann hat es irgendwann geklappt und dann bin ich auch im Stabhochsprung besser geworden. Und dadurch habe ich mich dann nicht weiter limitiert. Sonst war ich halt immer einen halben Meter schlechter als die Gegner und konnte so nie irgendwie eine Medaille gewinnen. Und jetzt springe ich schon 5 Meter und jetzt soll das schon meine Stärke sein. Der Tiger. 8.558 Punkte ist Ihre Bestleistung, aufgestellt bei der EM in Helsinki, als Sie Europameister wurden. Dann die Olympischen Spiele, Platz 10, da sagten Sie selber, Sie haben sich schlapp gefühlt. Was können wir denn von Ihnen erwarten jetzt bei der WM vom Tiger? Ja, ich habe letztes Jahr 2 super Wettkämpfe gemacht. Einmal die Qualifikation in Götzis und dann halt den Europameistertitel. Und dann einfach beim dritten Zehnkampf war dann irgendwie der Akku leer. Auch weil ich ja im Oktober 2011 dann ausgewandert bin nach Tallinn und ich war so wütend und habe wirklich in jedem Training
120% gegeben und da sind so viele Emotionen geflossen über ein Jahr hinweg und da ging das dann gar nicht mehr in London. Das ist jetzt alles entspannter gewesen. Jetzt konnte ich machen, was ich wollte, habe trotzdem sehr hart trainiert und auch sehr spartanisch gelebt und es lief alles bestens und konnte jetzt in Rating super Ding zeigen und jetzt habe ich sozusagen die Energie noch. Für Platz? Ja, ich bin jetzt gerade als Erster gelistet, aber ein Riesentraum wäre, eine Medaille zu gewinnen. Eine Medaille? Mhm. Egal welche. Egal welche. Am besten die goldene. Ja, also ich habe jetzt meinen Konkurrenten, Ashton Eaton, das ist ja der Olympiasieger und auch der Weltrekordhalter, den habe ich jetzt in Tallinn getroffen. Der hat sich gedacht, ja gut, wenn er Pascal da trainiert, dann scheint es da wohl gut zu sein. Da ist er jetzt auch mal vorbeigekommen aus den Staaten und den habe ich auf dem Platz gesehen. Der war schon super gut und ja, es wird schon hart. Aha. Ja, erzählen Sie mal ein bisschen, was da so in Estland passiert. Wir haben eben auch im Film gehört, das war ein ziemlicher Bruch, als Sie dann 2011 rausgeworfen wurden aus dem Olympiateam. Da steht man ja erstmal ohne alles da. Sie haben die Flucht nach vorne angetreten, sind dann nach Tallinn in Estland zu Andrei Nazarov, haben dort das Training aufgenommen. Warum hat Ihnen das nicht geschadet? Warum hat mir das nicht geschadet? Ja, warum sind Sie besser geworden oder konstant geblieben? Weil ich hatte dann endlich mal richtig Zeit für mich und konnte alles machen, was wichtig ist für meinen Sport. Und diese Ruhe, dieses Alleinsein und diese Demut, dass man da überhaupt keinen Luxus hat und einfach nur ein ganz normales Leben, da die Menschen sieht, das hat mir so viel Kraft gegeben. Und es gibt mir immer wieder Kraft, wenn ich da bin. Und das ist sozusagen das Rezept zum Erfolg. War Demut vorher das, was Sie nicht so drauf hatten? Doch, aber nicht so richtig zu leiden und mal richtig nachzudenken, was jetzt wirklich wichtig ist. Und ich bin ziemlich stark, wenn ich so emotional dann irgendwie traurig bin oder jetzt, als ich den Trailer gesehen habe, da kamen auch die Emotionen hoch und so. Und das brauche ich im Wettkampf, diese Emotionen, dieses bisschen traurige Sein, dieses Kämpfen und dann geht's ab. Doch ein verletzlicher Tiger. Ja. Andrei Nazarov, nochmal zu den Trainingsmethoden, was Sie dort speziell machen. Ich hörte, Sie trainieren weniger als früher, 5 Stunden, jetzt 2 Stunden. Und er pusht Sie auch mitunter mit kleinen Wetten, mit kleinen Spielchen. Wir sehen gleich Szenen an der Sprossenwand. Da geht es, glaube ich, darum, wer die Beine häufiger hochbekommt. Erzählen Sie mal, ja, was macht er mit Ihnen? Ja, wir trainieren jetzt viel weniger, weil er halt letztes Jahr gesehen hat, dass ich einfach platt war. Hier dachte ich immer, wäre ich völlig gut in Deutschland, weil ich dann immer 5x5 mache und meine Kumpels, die auch im Studio sitzen, die schaffen dann nicht mal 3. Und dann bin ich nach Estland gekommen. Die sehen aber alle so aus, als würden die 10 schaffen im Übrigen, ja? Ja, die Übung ist aber echt hart und dann bin ich da hingekommen und dann wollte der André gleich, dass ich 3x15 mache. Und dann haben die Esten das alle gemacht und ich habe gesagt, oh, ich habe das dann gar nicht geschafft und... Aber nach der Übung, wenn man die macht, dann hat man 3, 4, 5 Tage Bauchmuskelkater. Und dann wachen Sie morgens auf und gucken, ob der Sixpack noch da ist? Ja, dann rolle ich mich so zur Seite und versuche dann so seitlich aufzustehen. Sie haben nach dem erfolgreichen Wettkampf in Ratingen einen Satz gesagt, der ist mir natürlich im Kopf geblieben. Wir schauen und hören noch mal ganz kurz rein. Ich musste einfach meinen Europameistertitel verteidigen oder halt zeigen, dass ich der King von Europa bin. Und es hat geklappt, auch nach so einem schlechten ersten Tag. Unglaublich. Ich liebe mich. Yo. Gibt es auch Sachen, die Sie an sich nicht lieben? Ja, auf jeden Fall, aber die verrate ich nicht. Ja. Meine Freundin sitzt in der ersten Reihe, ich könnte mal fragen. Die gibt es auf jeden Fall, aber... Ja, für mich ist es jetzt einfach so gewesen, dass ich am ersten Tag so hinten lag und dann alle aufholen musste. Und ich wusste genau, wenn ich hier jetzt patze, dann fahre ich halt nicht nach Moskau. Und dann diese Leistung jetzt, diese ganzen Dopingprobleme. Und bei mir weiß ich, dass ich die Leistung wirklich aus Leidenschaft bringe und aus voller Überzeugung und Willen. Und dann kann man das wirklich zu sich sagen, wenn man da 100% weiß, man ist clean und man macht es so. Und im Endeffekt sollte sich ja jeder Mensch lieben, aber nach so einer Leistung war es mir einfach wichtig dann. Und da waren dann wieder die Emotionen dann eine Rolle, die spielten dann wieder eine Rolle, dass ich dann das gesagt habe. Ja. Ihr Ziel ist 8.700 Punkte, der Weltrekord liegt über 9.000. Weil Sie gerade Doping sagen, ist das eigentlich machbar ohne leistungssteigernde Mittel?
Ja, also jetzt habe ich ihn ja gerade vor kurzem gesehen auf dem Platz und eigentlich ist er ja ein guter Ashton Eaton, genau, und der hat ja die 9000 Punkte jetzt auch geknackt letztes Jahr und er ist schon ein guter Kumpel von mir und der ist so super nett, da kann man sich es natürlich nicht vorstellen. Also es mag sein, dass es vielleicht den einen oder anderen wirklich Ausnahmeathleten gibt, der jeden schlägt und Überflieger ist, aber eigentlich ist es schon hart, ohne Doping wirklich über 9000 Punkte zu machen. Ja. Thema Doping, auch ein wichtiges Thema morgen in der Sportreportage. Schauen Sie mal. Ah, da war schon mal der Ton und jetzt mit Bild. Usain Bolt! Wer kann mich schlagen? Was wollt ihr eigentlich hier? Ich bin der Weltrekordler. Ich kann ihn noch weiter verbessern. Und natürlich wird es jetzt Fragen geben, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Und diese Fragen muss er sich stellen lassen. Tja. Und er tritt nächste Woche an. Pascal Bärenbruch. Die Zehnkämpfer sind ja direkt an Samstag und Sonntag dran. Ihr Ziel, Medaille, haben wir gerade schon gehört. Letzte Frage, ist das schon Ihre Kampffrisur? Wir wissen, dass Sie darauf immer besonders viel Wert legen und dass Ihre Freundin die meistens doof findet. Ja, also ich war heute, also in Tallinn habe ich mir gar nicht die Haare schneiden lassen und dann war ich extra heute nochmal beim Friseur und dann habe ich überlegt, ist es jetzt die aktuelle Sportstudio-Frisur oder die Kampffrisur und ich lasse mir vielleicht die Haare nochmal kürzer schneiden, damit es ein bisschen windschnittiger ist. Wir sind sehr, sehr gespannt, wünschen Ihnen viel Erfolg bei der WM in Moskau und sagen erstmal danke fürs Hiersein. Gleich noch an der Torwand Pascal Bärenbruch, meine Damen und Herren. Danke. So, und bei dem ganzen WME